Hallo. Ich heiße Paul. Und ich komme aus Berlin. Also eigentlich aus Bayern. Ich bin nach Berlin gezogen. Und als Bayer in Berlin merkt man schnell, wie sich Ausländerfeindlichkeit anfühlt. Ganz viele besorgte Bürger dort. Weshalb ich oft besorgt bin, ist, wenn ich bei irgendwelchen Freunden bin und wir einen DVD-Abend machen und meistens dann immer so eine DVD-Kombo angucken. So Trilogien und so. Da hatte ich mal eine. Um 6 in der Früh bin ich dann nach Hause gekommen. 2 Tage später. Es waren so epochale Filme. Und als Poetry Slammer muss man dann immer gleich seine Probleme oder seine Ängste oder alles, was man so erlebt hat, auf Papier bringen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe einen offenen Brief geschrieben an Peter Jackson. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Peter Jackson nicht einmal sagen? Ich kann jetzt nichts anderes lesen, ich habe nichts dabei. Ich mache das ganz kurz. Also, Peter Jackson ist der, der Herr der Ringe auf die Leinwand brachte. Jetzt bitte alle A sagen. Wow, jetzt geht's mir besser. Ein offener Brief an Peter Jackson. Sehr geehrter Herr Jackson, du mieses, lebenszeitstehlendes Arschloch. Ich hoffe, Sie landen in der Hölle und müssen bis in alle Ewigkeit alle Ihre Filme am Stück nochmal ansehen. Das wäre quasi dreimal. Hochachtungsvoll, Paul Weigel. Ja, das war mein Text. Ja. Nee, dafür nicht. Aber man kann sich jetzt fragen, wieso hat der Kerl jetzt eigentlich einen Brief an Peter Jackson geschrieben? Ja, ganz einfach. Wann habt ihr das letzte Mal einen Peter Jackson-Film gesehen? Mal, wann? Vor 3 Tagen? Wie alt bist du? Okay. Mal ehrlich. Jeder kommt aus dem Kino, guckt mit brennend roten Augen wie Sauchen in der Weltgeschichte umher, landet an Mangelerscheinungen, da bereits nach dem Intro das Popcorn und die Cola ausgegangen sind und jeder muss pissen wie ein Elch! Aber der Konsens, dieser Grundtenor zu jedem seiner Filme sind ein und derselbe. Wie zugedröhnte Lemminge glorifizieren sie nach diesem Epilepsie- und taubheitsfördernden Effektefeuerwerk das eben Erlittene. Boah. Der Film war ja mal klasse. Der Herr der Ringe ist ein Meisterwerk unserer Zeit. So ein bombastisches Kino bekommt man selten. Am Anfang dachte ich noch, dass das Buch nicht zu verfilmen sei, aber Peter Jackson hat es kurz und knapp zusammenfassen können. Darf man das als fundierte Meinung gelten lassen oder ist das nur das Zitat eines auswendig gelernten Filmtrailers? Wo kommen denn die objektiven Kritiken wie so eine gequirlte Gollum-Scheiße? 93 Millionen Dollar. Das sind 76 Millionen Euro. Das sind 136.000 iPhone 6. Das sind 18.888.000 Bacon Cheeseburger beim Bretter meines Vertrauens. Damit hätte eine komplette afrikanische Stadt durch Patenschaften eine bessere medizinische Versorgung als Deutschland. Und auch jeder Einwohner einen akademischen Grad. Fick dich, Peter Jackson! Denn du bist schuld an dem Leid dieser Welt.
Aber gehen wir mal systematisch vor und fangen mit der Machart an. Herr der Ringe, die Gefährten. Ein echtes Meisterwerk. Nein! Ein maßlos überzogener. Unmenschlichen die Länge gezogen. Murks! Statt diesem Film hätte man zum 100-jährigen Gedenken an den Ersten Weltkrieg diesen auf einem Paintballfeld in Originallänge nachstellen können. Aber nein! Dreieinhalb Stunden nur Hobbit-Gejammere und Gewimmere und Gezetere und Danola. Peter Jackson ist scheinbar nicht in der Lage, einen Film in einer Minutenzahl zu produzieren, die nicht an die Substanz eines jeden Einzelnen geht und ihn so jeglicher objektiver Meinungsbildung raubt. Nur mal so am Rande. $419.000 pro Minute! Wie kann man denn die Gefährten toll finden, wenn Sam die ganze Zeit in einem etwas grenzdebilen Ton hat? Frodo. Du bist mein bester Freund. Ich werde dir nie von der Seite weichen. Krakeelt. Frodo steht denn immer da wie das Kinderschokoladengesicht. Das schaffe ich auch nur mit dir, Sam. Dann machen sie ein Lagerfeuer und flechten sich gegenseitig Zöpfchen an ihrer Fußbehaarung. Oder? Frodo beginnt zu flennen. Dann flennt Sam, dann flennt wieder Frodo, dann beide und dann flechten sie Zöpfchen. Im Grunde flennt immer irgendeiner innerhalb der 10 Stunden der kompletten Trilogie. Aber Frodo, ja Frodo, der flennt am meisten. Er flennt beim Aufbruch, flennt mittendrin und flennt... Fick dich, Peter Jackson! 45 Minuten am Ende der Gefährten. Er steht einfach nur da und versucht, sich in den Suizid zu dehydrieren. Ich weiß nicht, von welcher Flüssigkeit Peter Jackson am meisten brauchte. Tränen in die Gefährten oder Blut in Braindead. Peter Jackson hatte immer so einen Drang, noch eine Schippe draufzulegen. Peter Jackson hätte so gute Filme produzieren können, wenn er nicht jedes Mal bei den Dreharbeiten, im Schneideraum und in den Animationsstudios gesagt hätte... Lass laufen, Jonathan! Das wird eine epische Szene! Das muss wirken, Jonathan! Oder Jonathan! Mehr Tränen! So entstanden Szenen, in denen man einen anderen Film hätte ansehen können, ohne irgendwas von dem ohnehin schon dünnen Plot zu verpassen. Warum stand eigentlich niemand vor den Animationsstudios oder dem Schneideraum, die Peter Jackson bei Herannahen anbrüllten? You shall not pass! Ich war während der Abschiedsszene aus dem Auenland zweimal pinkeln und einmal bei Ikea eine Couch kaufen. Und als ich zurückkam, weinte Frodo. Und setzte den ersten Fuß aus dem Dorf. Ein echtes Meisterwerk. Zurück zum weinenden Frodo und seinen Komparsen, die in Sache schauspielerischer Darbietung die Finesse eines Yes-Törtchens nicht überbieten konnten. Ja, wie denn? Wenn man Peter Jackson als Regisseur hat, hampelt man entweder in einer grünen Kiste oder auf einer Wiese in Neuseeland herum und weicht Schafscheiße aus. Nehmt ihm also bitte den Regiestuhl weg oder zumindest sein Leben, denn von alleine gibt er es ja nicht her, dieser... Hieß das von Hollywood. Und dann klatscht er auch noch dieses winzig kleine Hobbit-Heftchen. In 3x3,5-stündigen Kinokrachen auf die Leinwand brüllt im Minutentakt. Lass laufen, Jonathan. Das muss wirken. Und nichtsdestotrotz sitzen wieder Millionen von meinungsfreien Menschen in den Kinosälen und merken nicht, dass nichts passiert. Aber das laut, lang und verdammt teuer. Ein echtes Meisterwerk. Vielen Dank, Hamburg. Juhu. Oh mein Gott.